Hallo und herzlich willkommen zum Tony Auto Gear. Im heutigen Video geht es um Gaslieferungsstopp aus Russland. Wie ihr aus der Überschrift von der BZ sehen könnt, ab Montag dreht Putin uns das Gashahn zu, macht er den je wieder auf. Das ist die Frage, die viele wissen wollen und natürlich ich auch, wahrscheinlich ihr auch. Diese Überschrift ist vom 10.07., heute ist 11.07. und wir gehen gleich weiter zur nächsten Überschrift. Putin liefert kein Gas mehr nach Europa, dreht er den Hahn jetzt ganz zu. Ja, also heute ist der 11.07. Es ist eine Servicearbeit, anscheinend wie jedes Jahr notwendig. Die dauert, glaube ich, 10 Tage, 10 oder 14 Tage. Die Wartungsarbeiten dauern und danach, die letzten 10 Jahre war es immer so, hat man einfach ganz normal den Gashahn wieder aufgemacht. Der Gas ist geflossen. Aber dieses Jahr ist kein Jahr wie vorher. Dieses Jahr könnte es sein, dass der Herr Putin den Gas vielleicht drosselt oder komplett zumacht. Ich glaube zwar nicht, dass er komplett zumacht, weil wenn er den gleich zumacht, dann hat er kein Druckmittel. Vielleicht wird er den nur ein wenig drosseln, um uns ein bisschen zappeln zu lassen. Das ist nur meine Meinung, aber die Lage ist nicht gut. Nicht schön, es ist nicht gut für Firmen, für Kleinunternehmer, für große Firmen, für Industrie, für uns normale Menschen. Wir hängen alle von Gas und Strom und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Was denkt ihr dazu? Wie ist eure Meinung? Nach diesen 10, 14 Tagen dreht ihr den Hahn wieder auf oder nicht? Was denkt ihr? Schreibt es bitte in die Kommentare rein, das interessiert mich. In diesem Video möchte ich euch nur ein bisschen sensibilisieren, dass man sich ein wenig doch vorbereiten sollte, weil meine Vermutung, also wir haben jetzt momentan, glaube ich, knapp über 50% Gasstände, die befüllt sind, aber das reicht nicht für den Winter. So, dann gehen wir mal kurz weiter. Ab sofort fließt kein Gas mehr. Das passiert, wenn Nord Stream 1 dauerhaft dicht bleibt. Ich meine, ich glaube, das wissen wir alle. Wenn der Hahn zu bleibt, dann werden wir enorme Probleme haben. Wir haben jetzt schon Probleme. Die Inflation schießt nach oben durch diese sehr teure Rohstoffe wie Öl, Gas, Düngemittel wird auch aus Gas hergestellt. Das läppert sich alles zusammen und wir sind diejenigen, die das zahlen müssen. Also seit heute, 11.07., fließt kein Gas, aber das ist kein Embargo. Ich will hier keine Panik schüren. Das war geplant, das war jedes Jahr so. Das sind die ganz normale Wartungsarbeiten, die jedes Jahr an dieser Nord Stream 1 gemacht werden. Was ich halt noch nicht verstehe, man hat, also in Deutschland haben wir diese Nord Stream 2, aber das mit der Turbine, glaube ich, hat sich erledigt. Die Kanada wird sie doch schicken. Ich hoffe, dass das alles gut über die Bühne geht, aber Nord Stream 2 wäre eine Möglichkeit, meiner Meinung nach, aber kann sein, dass ich daran auch falsch liege. Schreibt mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Wäre Nord Stream 2 eine Alternative? Also ich denke mal, für die Industrie, für die Wirtschaft wäre das auf jeden Fall Alternative. Momentan haben wir Preisanstieg in jeglichen Sektoren, also überall Lebensmittel, egal wo man reinschaut, gehen die Preise hoch. So. Also das ist die nächste Überschrift, also Angstdebatte um Gas nützt Putin,
Ich glaube, er hockt jetzt momentan am längeren Hebel. Wir brauchen Gas, er nicht. Wenn ich mich richtig informiert habe, kann sein, dass ich das auch falsch gelesen habe. Anscheinend hat Russland während dieser Krise dreimal mehr Geld gemacht als vor der Krise. Also die haben sich da vorbereitet. Natürlich schaden diese Sanktionen Russland auch, aber uns natürlich auch. Und vor allem, glaube ich, Deutschland. Alle Industriestaaten in Europa haben richtig zu kämpfen. Und wir werden, die normale Bürger, wir werden eigentlich die Zeche dafür zahlen müssen. Also quasi in dieser Überschrift steht, wie er selber sieht, dies von heute, vom 11.07. Bleiben kalte Wohnungen oder werden wir warmes Wasser haben. Das hängt alles mit vielen Sachen, anderen Sachen zusammen. Aber wie gesagt, ich möchte hier keine Panik schüren. Es geht nur um die Überschriften. Im Nachhinein werde ich euch kleine Empfehlungen raussprechen, was ich machen würde. So, dann gehen wir mal weiter. Das hier. Gasknappheit droht in Deutschland. Die Regierung rät zum Kauf von Notstromaggregaten. Also ich habe mir mal ein, zwei Tage danach Sachen angeschaut. Da waren die Notstromaggregate ausverkauft. Leute, ihr müsst wissen, man darf nur eine bestimmte Menge an Benzin zu Hause lagern. An Diesel glaube ich ein bisschen mehr. Aber informiert euch richtig, um andere Menschen nicht oder euch selber in Gefahr zu bringen. Ihr müsst wissen, wenn es keinen Strom gibt, dann gibt es auch keinen Kraftstoff. Ob ich weiß es nicht, ob diese Notstromaggregate für jeden etwas sein sollten. Ihr müsst wissen, wenn ihr ein Notstromaggregat einmal angelassen habt, dann müsst ihr den jedes Jahr warten, sonst geht er kaputt. Also wenn er, keine Ahnung, im Jahr 5 Stunden gelaufen ist, ihr müsst Ölwechsel machen, ihr müsst ihn einfach warten, sonst geht er kaputt. Auf jeden Fall, da war der Ansturm an Notstromaggregaten sehr hoch. Ein Hersteller hat mich angeschrieben, ob ich einen Notstromaggregat testen würde und den vorstellen würde. Wenn wir uns einigen auf ein kleineres Gerät, was eigentlich für jeden nutzbar wäre, dann würde ich es vielleicht machen. Aber ich werde euch nachher zeigen, was ich davon halte, wie ich damit umgehen würde, was ich für noch andere Optionen habe. Also das war jetzt quasi zu diesen Notstromaggregate. Dann gehen wir mal weiter. Bundesregierung widerspricht Kritik an Turbinenlieferungen nach Russland. Da bin ich voll auf der Seite der Regierung, der Bundesregierung. Die haben natürlich recht. Wir sollten uns nicht mehr schaden. Also wenn diese Sanktionen mehr uns schaden wie Russland, dann ist natürlich sinnvoll, dass diese Turbine aus Kanada nach Russland geht und dass man Nord Stream 1 in Betrieb wieder nehmen kann. Ich denke mal, das hier ist was Positives. Wie sind eure Meinungen dazu? Tut ihr auch das befürworten? Also ich bin voll hinter dieser Entscheidung der Regierung. Die hat es so gut gemacht. Sonst würden wir noch mehr Probleme haben. Hier nochmal, Energiekrise, braucht es jetzt Notstromaggregate? Also ich weiß, dass einige Städte sich auf sowas vorbereiten. Es gibt Städte in Deutschland, die tun sich vorbereiten, Warmräume bereitzustellen, wenn es zu einem Gaslieferstopp käme, wo sich Menschen quasi sammeln könnten, um sich aufzuheizen. Das kann ich euch nachher zeigen. Zum Beispiel die Stadt Ludwigshafen hat das angeboten oder bereitet die sich davor. Eigentlich mehrere Städte, aber das kann ich euch zeigen. So, wie ihr sehen könnt, Arme und Alte sollen im Hallen schlafen.
Dieses Foto ist von 2020. Es ist aus Ludwigshafen. Das ist hier die Friedrich-Eberhard-Halle in Ludwigshafen. Das hier war gedacht für Corona-Kranke, aber die Stadt Ludwigshafen hat es jetzt umfunktioniert oder will es umfunktionieren und soll dazu dienen als Wärmehalle für Menschen, die keine Möglichkeiten haben, vielleicht zu heizen, weil es kein Gas mehr gibt. Auf jeden Fall, jetzt soll das Gebäude als Wärmehalle hergerichtet werden für den kommenden Winter. Ich denke mal, wenn die Städte sich auf sowas vorbereiten, dann sollten wir uns normale Bürger richtig gut Gedanken machen. Falls sowas eintreffen sollte, können wir uns im Winter, vor allem wenn es noch starker Winter sein sollte, ich hoffe nicht, und ich hoffe, dass es auch nicht eintrifft, können wir uns heizen. Können wir unsere Wohnungen heizen, können wir vielleicht auch anderen helfen. Also auf jeden Fall, das hier ist für mich, naja, also keine schöne Nachricht. Es ist schön, dass man an die Menschen denkt, aber es ist nichts Positives. Auf diese Zeitungsartikel komme ich nachher nochmal drauf. So, dann gehen wir mal weiter. Hier der Behördenchef Müller, ehrlich gesagt, es weiß keiner. Den hat man quasi Fragen gestellt, was seine Meinung ist nach diesen Wartungsarbeiten von Nord Stream 1, ob sich das wieder ändert, ob bleibt es so wie bis jetzt quasi, wenn die Wartungsarbeiten fertig sind, dass man den Nord Stream 1 wieder aufmacht, dass Gas komplett, also mit 100% fließt. Er hat sich hier geäußert, er kann da keine Aussage treffen, weil komische Signale aus Russland kommen. Also auf jeden Fall nichts Gutes. Hoffentlich stimmt es nicht. Und dann gehen wir mal weiter. Habeck, Albtraum-Szenario, Grafik zeigt, wie groß unsere Gasreserven wirklich sind. Naja, die sind nicht so gut. Also wir sind momentan bei 50%. So viel dazu. Schauen wir mal weiter. Müssen uns auf das Schlimmste einstellen von Tagesschau. Das hier ist vom 9.7., also das ist jetzt 2 Tage her. Mit Blick auf drohende Ausfall von Gaslieferungen warnt Wirtschaftsminister Habeck vor eine Zerrissprobe. Und natürlich, es wird auf jeden Fall nicht angenehm, aber ich denke mal, bis Dezember. So wird es wahrscheinlich so laufen. Es kann sein, dass wir Engpässe haben, aber wenn diese Pumpe wieder eingebaut wird und in Nord Stream 1 wieder Gas fließt, hoffentlich gehen wir mit blauem Auge durch. Wenn nicht, dann werden wir wirklich Probleme bekommen. Nicht nur wir Haushalte, sondern auch die Industrie allgemein werden wir Probleme haben. So, dann gehen wir mal weiter. Scholz fürchtet lange Krise in der Energieversorgung. Da gebe ich ihm recht. Ich sehe das auch so. Ich schätze mal, die nächsten 4, 5 Jahre werden wir auf jeden Fall Probleme haben. Schreibt mal in Kommentare eure Meinungen. Wie seht ihr das? Also, ich denke mal, das ist quasi nur mein Gefühl, dass wir in nächst absehbarer Zeit, ich schätze mal so, wie gesagt, zwischen 4, 5 Jahren, 3 bis 5 Jahren auf jeden Fall Probleme haben werden. Hoffentlich täusche ich mich. Stadt droht, Warmwasser abzudrehen. Wie Kommunen auf die Energiekrise reagieren. Das hier ist, glaube ich, eine Stadt im Osten. Warmwasser nur noch von 4 Uhr bis 8 Uhr morgens, von 11 Uhr bis 13 Uhr und von 17 bis 21 Uhr. Nachts und zwischendurch bleibt die Dusche kalt. So hat es eine Wohnungsgenossenschaft in der 14.000 Einwohnerstadt beschlossen. Ich glaube also, wenn sowas passieren sollte, dass wir Gasprobleme bekommen, dann werden wir auch Stromprobleme bekommen. Weil dieses Jahr sollten eigentlich die letzten 3 AKWs abgeschaltet werden. Ich hoffe, dass die noch anbleiben. Solange zumindest mal, bis die Krise durch ist. Man hat, glaube ich, jetzt wieder die Kohlekraftwerke reaktiviert. In Deutschland gibt es, glaube ich, 9.000 oder 90.000 kleine
Wasserkraftwerke, die wollte man auch schließen zu 90%. Ich hoffe, dass die auch dran bleiben, weil die herstellen Strom immer. Also da spielt keine Rolle, ob es hell oder dunkel ist, ob Sonne scheint oder nicht, oder ob es Wind gibt oder nicht. Auf jeden Fall, ich denke mal, wenn die Krise sich verschärft, das wird auf jeden Fall auf uns alle zutreffen. Schreibt mal in die Kommentare eure Meinungen. Und zum Schluss werde ich euch ein paar Sachen empfehlen, die ich jetzt aus meiner Sicht so sehe, was vielleicht nützlich ist. So, dann gehen wir mal zur Bildzeitung. Wie sich unsere Nachbarn gegen das Gasschock wappnen? Naja, sehr schwierig. Ich glaube, in ganz Europa gibt es, glaube ich, 27 LNG-Terminals. Dieses LNG-Gas ist, glaube ich, 7 bis 9 Mal teurer wie das russische Gas. Wobei Deutschland, also wir hier in Deutschland, kriegen das Gas richtig günstig, weil Deutschland Langverträge abgeschlossen hat. Auch wenn wir jetzt diese Gas, glaube ich, nicht abnehmen würden, müssen wir es trotzdem weiterzahlen. Außer passiert irgendwas anderes, dann schauen wir mal weiter. Das hier ist auch jetzt mal etwas aus der Schweiz. Leuchtreklamen ablöschen, Sauna verbieten, Lifte abschalten. Diese Plan trifft in Kraft, wenn Strommangel herrscht. Das trifft zu für die Schweiz. Und dieser Zeitungsartikel ist vom 3.7. Und ich scrolle jetzt mal runter. Und ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Hier ist quasi dieses für die Verbrauchslenkung in Bereitschaftsgrad 4 ist eine Maßnahmeportfolio vorbereitet. Und das sieht halt hier so aus. Ihr könnt das Video hier anhalten und könnt euch das in Ruhe durchlesen. Hier sind die Maßnahmen, die dann quasi sofort eingeführt werden. Also Sauna, Whirlpool, Schwimmbäder, Klimaanlagen, Rolltreppen, Aufzüge. Solche Sachen werden dann abgeschaltet. Hier sind auf jeden Fall in diesen drei Feldern seht ihr, was geplant ist. Und ich denke mal, das hier ist das Wichtigste und das Interessante, auch vielleicht für uns in Deutschland. Ihr müsst wissen, Schweiz ist eigentlich besser vorbereitet als Deutschland. Also Schweiz hat mehr Stromreserven über diese wie nennt man sie? Das sind diese Wasserspeicher in den Bergen. Dieses Wasser kann durch die Turbinen durchgejagt werden. Und ich glaube, da hat Schweiz, glaube 40 Gigawatt Leistung und Deutschland, glaube ich, nur noch 9. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn Schweiz das hier rausbringt, dann sieht es bei uns in Deutschland noch schlimmer aus. Also quasi hier, das sind zyklische Abschaltungen, falls es zu sowas kommen sollte, zu Strommangel und Gas. 4 Stunden Unterbrechung bis zu 8 Stunden Versorgung für jedes Teilgebiet, also bis zu. Das hier müsst ihr gut lesen. 4 Stunden Unterbrechung bis zu 4 Stunden Versorgung für jeden Teilgebiet. Also ich denke mal, das hier ist, macht es deutlich sichtbar, wie ernst die Lage ist. Wie gesagt, das hier ist für die Schweiz. Gehen wir mal weiter. Also auf jeden Fall diese Schlagzeilen, die überschlagen sich mit negativen Sachen. So bereiten sich Spitäler auf die Stromlücke vor. Und das hier ist eigentlich das Entscheidende. Ich denke mal, für Menschen, die nicht erkrankt sind, die nicht angewiesen sind an irgendwelche elektrische Geräte, wie Beatmungsgeräte oder andere Sachen, also das wird richtig, richtig schwierig. Da können viele Menschen daran sterben, wenn man sich nicht richtig vorbereitet. Für uns Menschen, im normalen Haushalt, vielleicht werden wir für ein paar Stunden keinen Strom haben, vielleicht auch ein paar Stunden kein Warmwasser oder auch keine Heizung. Es ist nicht schön. Wir können uns zum Teil vorbereiten, aber jetzt müsst ihr vorstellen, keine Ahnung, jemand macht Blutdialyse und ist irgendwie angewiesen an Strom und irgendein so ein Dialysegerät, wo er zu Hause hat. Auf jeden Fall, was ich euch mit diesen Videos sagen will, es geht nicht viel um diese Schlagzeilen. Ich wollte euch nur darauf leiten, dass man sich ein wenig vorbereiten soll. Aber es ist die Frage, wie man sich vorbereiten soll.
Ich würde es mal vielleicht versuchen, so zu sagen. Ich hoffe, dass diese Stromkrise nicht kommt, wird aber wahrscheinlich vielleicht kommen, auch Gaskrise. Ich würde jedem empfehlen, also ich und mein Arbeitskollege haben das letzte Wochenende zwei Balkonkraftwerke gekauft, beziehungsweise Solarpaneele einzeln, und zwar hier vor Ort, weil man dann zahlt man diese Transport- bzw. Speditionspauschale, die ist, glaube ich, meistens so um die 29 €, und dann macht es deutlich teurer. Also wenn ihr in der Umgebung, wo ihr lebt, irgendeine Firma habt, die ist wahrscheinlich günstiger, wie wenn ihr irgendwo irgendwas anderes bestellt, dann müsst ihr nochmal 30, 40 € für Versand zahlen. Auf jeden Fall, also wir haben, glaube ich, 180 € für 405 Watt Panel gezahlt, und ich würde mir einen Mikrowechselrichter bestellen bei zum Beispiel Grünakku, und Kabel, das, was man noch dazu braucht, sind ungefähr 212 €. Also ich spare eigentlich knappe 50, 60 €, wie wenn ich mir das jetzt komplett bei Grünakku bestelle. Also die Menschen, die sich nicht so gut auskennen, die können sowas nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Shops. Man muss zwischen 400 und 600 € ungefähr rechnen für so eine Balkonkraftanlage. Die ist, denke ich mal, empfehlenswert, vor allem wenn die Strompreise hochgehen. Wenn einer mehr Platz hatte, dann kann man mehr machen. Aber das ist quasi jetzt nur das kleinste Mittel, was man machen kann. Und werde ich euch erklären, warum ich das empfehle. Also man kann quasi mit dieser Direkteinspeisung ins eigene Stromnetz ein wenig Stromkosten senken, weil die Stromkosten, die werden steigen. Alleine, glaube ich, also wenn ich das richtig ausgerechnet habe, bei 38 Cent Kilowattstunde spart man sich bei diesem Solarmodul. Natürlich, es kommt immer darauf an, wie viel Strom ihr verbraucht. Wie lange scheint die Sonne im Jahr Durchschnitt? Ungefähr zwischen 120 und 168 € spart man sich im Jahr. Wenn die Preise hochgehen, und die werden höchstwahrscheinlich hochgehen, dann kann man sich noch mehr Geld einsparen. Und der Grund, wieso ich sowas empfehlen würde, ist einfach, wenn es zum Stromabschaltung kommen sollte, dann könnt ihr dieses Solarmodul oder eine Solartasche, wenn es gibt viele Menschen, die haben nicht so viel Platz, die in Städten wohnen, die keinen Balkon haben oder keine Terrasse, aber ein Fenster. Da müsst ihr aber aufpassen. Man kann zum Beispiel Solartasche vor Fenster drauf stellen, also nicht, dass sie rausfliegen kann, sondern in der Wohnung. Man verliert zwar an der Leistung, aber man kann trotzdem was laden. Man kann sich quasi dieses Solarpanel mit einem MPPT-Laderegler, zum Beispiel von Victron Energy, einfach an eine Autobatterie oder an eine Powerstation anschließen, und man kann zum Beispiel, wenn ihr auch bei mir auf Kanal schaut, ich habe zwei Videos, wo ich gezeigt habe, wie man mit so einer China-Standheizung so zwischen 30 bis 50 Quadratmeter heizen kann, ohne Probleme, mit sehr wenig Strom, mit sehr wenig Kraftstoff, also Diesel, funktioniert das sehr gut. Ich habe das jetzt ein halbes Jahr mal getestet. Ich habe 14 Tage nur damit geheizt. Und habe, Entschuldigung, 11 Tage damit geheizt, und habe ungefähr 11 Liter Diesel verbraucht. Ich habe nie frieren müssen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Okay, natürlich, das Haus ist halt, hat Vollwärmeschutz und alles, aber man kann damit zum Beispiel jetzt zur Not einen Raum aufheizen. Man kann es natürlich auch mit Gas machen, da gibt es zig Möglichkeiten, aber zum Beispiel man kann Gefrierkombination oder Kühlschrank damit betreiben in Verbindung mit einem Wechselrichter. Also da sind Möglichkeiten sehr offen, und vor allem, was wichtig ist, man muss nicht unbedingt eine Powerstation kaufen, die, keine Ahnung, 300, 500 oder 1000 € kostet, weil die Menschen, die wenig mit Camping oder wenig in
Outdoor-Bereich sind, die brauchen das gar nicht. Denen würde ich vielleicht empfehlen, eine Autobatterie zu kaufen. Oder wenn ihr wenn ihr zwei Autos habt, dann könnt ihr zur Not eine Batterie aus dem Fahrzeug rausholen, an Wechsellichter anschließen und diesen MPPT-Laderegler auch anschließen und mit diesem Solarpanel oder Solartasche die Batterie laden oder über einen Batterieladegerät, wenn Strom da ist, einfach aufladen, damit die Batterie voll ist, wenn die Abschaltung käme, dass man für Not ein wenig Strom hat. Ich möchte euch nicht dazu bringen oder irgendwas suggerieren, damit ihr natürlich, wenn man genug Geld hat, dann kann man sich alles Mögliche zusammenbestellen. Ich versuche hier das Minimum zu empfehlen und jeder muss für sich selber wissen, was für den am besten ist. Also auf jeden Fall auch für den kleinen Geldbeutel ist auf jeden Fall sowas machbar. Es ist natürlich teuer, auch diese Wechsellichter. Ihr müsst aufpassen, es gibt manche mit reiner Sinuswelle, es gibt manche mit optimierte, also das ist keine echte Sinuswelle, da können auch Geräte kaputt gehen. Allerdings, ich habe zum Beispiel einen für 30 Euro aus Amazon, den habe ich aber schon ein, zwei Jahre, ich weiß es nicht, was er jetzt kostet. Also wie gesagt, den habe ich 30 Euro bezahlt, der ist glaube ich 300 Watt und in der Spitze bringt er 500 Watt, ist ungeregelte Sinuswelle, also nicht geregelt, also keine echte Sinuswelle. Ich habe zum Beispiel meinen 65 Zoll Fernseher mal getestet, eine Stunde lang mit diesem Wechselrichter in Verbindung mit der Batterie. Da hat Fernseher glaube ich 50 Watt gebraucht und der We Wechselrichter glaube ich auch irgendwas mit 20, insgesamt 60 Watt in einer Stunde. Wenn ihr eine Autobatterie habt, die 100 Ampere-Stunden hat, das sind ungefähr circa 700 Watt, die ihr rausnehmen könnt. Es sind mehr, aber ihr dürft die Batterie nicht unter 50% oder man sollte sie nicht unter 50% entladen, weil die könnte dann tief entladet werden und wenn man das ein paar Mal macht, dann ist die Batterie kaputt. Mit 700 Watt zum Beispiel habe ich meinen Kühlschrank-Gefrierkombination getestet. Die braucht in der Stunde so 40, 50 Watt. Aber die läuft, also dieser Kühlschrank läuft vielleicht in der Stunde vier, fünf Mal, kühlt er nach für drei, vier Minuten. Also verbraucht wirklich wenig Strom. Auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten, wo man sich selber behelfen kann. Natürlich, man kann, keine Ahnung, die Wohnung auch mit Gas heizen, aber das ist lebensgefährlich. Da müsst ihr aufpassen, braucht ihr CO2-Warner. Man kann mit Petromax-Lampe, mit Petroleum aufheizen. Man kann zum Not auch Teelichterofen aufstellen. Da müsst ihr aber aufpassen, um euch nicht zu verbrennen. Auf jeden Fall zum Beispiel ein guter Tipp. Letzte Woche gab es bei Action. Filiale Action, also Discounter, glaube ich, gab es Campinggaskocher für 17,99 Euro. Da passen diese 227 Gramm Kartuschen rein. Sowas ist ideal, zum Beispiel für die Menschen, die in Städten wohnen, die vielleicht Balkon haben oder ihr müsst aufpassen, wenn ihr in geschlossenen Räumen kocht mit sowas. Da braucht ihr vielleicht CO2-Warner, also auf jeden Fall müsst ihr aufpassen, da ist Erstickungsgefahr, also Lebensgefahr besteht, wenn man in geschlossenen Räumen sowas macht. Aber zur Not, ich selber würde es machen, aber wie gesagt, also ich würde auf jeden Fall einen CO2-Warner benutzen, Stickstoffwarner. Also da gibt es viele Sachen, ihr könnt bei mir auf meinem YouTube-Kanal Tony Outdoor gehen. Könnt ihr mehrere Videos sehen, da habe ich solche Sachen vorgeführt. Auch diese China-Standheizung, Gasheizung zum Beispiel, eine ganz normale Gasflasche für Gasgrill. Da gibt es so einen Pilz von Einhell, der kostet, glaube ich, bei Hornbach unter 30 Euro hat er gekostet. Und der hat richtig Power, den kann man, keine Ahnung, also für in einer Stunde für 10 Minuten einen Raum aufheizen, kurz lüften. Das wieder rausbringen, die Gasflasche und dann vielleicht alle
2 Stunden das machen, damit, wenn im Winter wir vielleicht keine Heizmöglichkeit haben und keinen Holzofen haben, man könnte damit auch heizen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man sollte sich das auf jeden Fall von vornherein überlegen, weil wenn es dazu kommen sollte, was ich denke, also wenn es wirklich scheppern sollte, dann wird es wahrscheinlich Dezember, Januar sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Das möchte ich hoffen. Aber das ist nur eine kleine Empfehlung von mir. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, die mich kontaktieren und fragen, ob ich irgendwas testen will. Wie gesagt, diese Notstromaggregatfirma, die mich angeschrieben hat, die schreiben, die sind schon, also quasi da, wo die Regierung diese Notstromaggregate empfohlen hat, die waren ausverkauft. Auf jeden Fall, es gibt auch Menschen, die machen mit dieser Angst jetzt Geld. Da müsst ihr wirklich aufpassen, damit ihr kein Geld rausschmeißt, aber ihr müsst auch aufpassen, damit ihr Sachen kauft, die ihr wirklich braucht und nur wirklich für Not. Aber ich sage mal so, lieber haben und nicht brauchen, wie nicht haben und brauchen, weil das ist dann viel gefährlicher. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare rein. Wenn ihr wollt, ich kann mal vielleicht ein neues Video machen in 2, 3 Teile. Zum Beispiel, wie man heizen kann, wie man Strom erzeugen kann. Spezialisiert jetzt auf diese Lage. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann kann ich euch noch etwas empfehlen. Schaut bitte bei Stefan Outdoor Chiemgau auf seinem YouTube-Kanal, dort findet ihr super Infos. Momentan, glaube ich, morgen ist der 12.07. und 13.07. ist der Amazon Prime Day. Da gibt es von der Firma Jackery Sachen bis zu 30% in Angebot, zum Beispiel Solar Saga, Solartasche. Die kostet, glaube ich, also Preise weiß ich nicht genau. Also, wo ich sie gekauft habe, hat sie, glaube ich, 329 € gekostet. Also, jetzt bieten sie, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, um die circa 30% günstiger. Auch Power Station von denen. Es gibt auch andere Firmen, die werden da wahrscheinlich anbieten. Ich weiß es nicht. EcoFloor, schaut mal bitte beim Stefan oder bei Mr. Togi auf seinen YouTube-Kanal oder auf Stefan und Mr. Togi auf ihre Webseiten, die haben das dort beschrieben. Auf jeden Fall, man kann ein bisschen Geld sparen, aber wie gesagt, ihr müsst selber überlegen, was braucht ihr, wie könnt ihr über diese Krise, falls sie kommen sollte, am günstigsten durchkommen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in Kommentare, ich werde sie beantworten. Ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich passiert nichts und wir brauchen das gar nicht und wir können alle drüber lachen. Aber wir werden uns ein wenig vorbereiten müssen. Alles Gute, bis zum nächsten Video wünsche ich euch, euer Toni, ciao.